Also vielen Dank und herzlich willkommen nach der Mittagspause. Du wolltest noch lauter machen. Okay. Eins, zwei, drei. Ja. Jetzt spreche ich lauter, okay. Im Kontrast zu heute Morgen nicht nur schwarz und weiß, bringen wir jetzt nicht nur, dass wir es in Deutsch bringen, aber einfach einen kleinen Erfahrungsbericht aus dem Büro, aus dem Alltag bei der Gestaltung, bei uns jetzt in dem Fall von Icon Fonts. Ich habe einfach einen kurzen Blog, einfach wie wir bis jetzt gearbeitet haben, so aus der Evolution bei fünf Werken, wie wahrscheinlich auch viele Büros gearbeitet haben und wie wir irgendwie darüber nachgedacht haben, wie man diesen Prozess beim Icon Font im User Interface eigentlich vielleicht in Zukunft verändern kann oder vielleicht läuft das auch. Das ist jetzt einfach der Ansatz, den wir bis jetzt hatten. Also das sind so Themen, die wir im Bereich digitale Gestaltung öfters haben. Interfaces, die haben sowohl Schrift in irgendeiner Form als Webfonts oder Appfonts integriert, als auch eben Icons für das Interface. Und was immer so ein Thema ist, weil wenn ich auch selber als Schriftgestalter so eine Leidenschaft noch habe, dann gestaltet man natürlich Schrift auch mit Programmen, die die Zurichtung der einzelnen Buchstaben nebeneinander ausgleicht und ermöglicht. Bei Icons geht es dann oft dazu, dass die Icons halt irgendwie als einzelne singuläre Elemente gesehen werden. Deswegen so aus Type-Designer-Sicht ist man dann mit Anwendertools vertraut, wie FontLab, wie Glyphs oder RoboFont. Der Icon-Designer bei uns jedenfalls arbeitet in der Regel erstmal mit Illustrator. Und aus der Historie bei mir raus entwickelt man dann oft die Sachen dann trotzdem auch weiter in so Anwendungsprogrammen als Font-Editoren. Wir haben oft das Thema, dass wir entweder von der IT von bestimmten Unternehmen bei Interface-Gestaltung PhoneGap beispielsweise vorgegeben bekommen. Da geht es dann darum, dass man nicht App-Fonts, sondern doch Web-Fonts nutzen kann und so auch die Icons gegebenenfalls nutzen kann. Wir haben oft die Situation, dass in so Sprintphasen in den Projekten neue Features überlegt werden. Die bedeuten natürlich dann auch immer schnell wieder die Icons zu aktualisieren bzw. neue Icons dazu zu entwickeln, entwerfen. Und das heißt immer wieder updaten, updaten, updaten. Und so haben wir eigentlich früher gearbeitet. Wir haben gezeichnet, klar, hier die Icons mal entworfen. Wir haben die in Illustrator reingenommen, haben die dort irgendwie auf Vorlagen, die wir überlegt haben, angepasst, haben die im Endeffekt nach Rastern oder so versucht zu optimieren. Dann haben wir die im Endeffekt, was ein einfacher Prozess ist, wir haben uns damals für Glyphs irgendwann entschieden, haben wir es in Glyphs eingesetzt und haben in der ersten Phase im Endeffekt angefangen, so ein bisschen wie man beim Type-Design eigentlich denkt, die Icons auf verschiedene Tastaturbelegungen zu legen, am Schluss ein OTF-Font, dann kamen wir schon in die ersten Probleme, dass wir sagen, okay, wo legen wir die einzelnen Zeichen hin? Wollen wir das irgendwie dann irgendwie, wenn das Grundalphabet da ausgereizt ist, dann machen wir neue Fonts und clustern das neu. Das war immer am Anfang so eine vielleicht auch ein bisschen naive Vorgehensweise. Der nächste Schritt ist, dass die Entwickler dann von uns bestimmte Formate verlangt haben. Wir haben das damals dann immer mit Transtype soweit umgewandelt, dass wir daraus dann SVGs hatten und WOFs und EOT-Dateien, aber eben auch händisch dann dem Entwickler die Dateien zur Verfügung gestellt haben, damit er die in den Webverzeichnissen ablegt, das CSS anpasst und das HTML an den Stellen anpasst. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das kann es irgendwie nicht so sein oder es ist, und haben versucht, diesen Bereich dazwischen irgendwie mal irgendwie unter die Lupe zu nehmen und irgendwie vielleicht zu optimieren oder anders den Prozess zu fahren. Unter anderem dann auch irgendwie Glyphs, gerade vom Georg Seibert, einfach in der Beta-Fassung mal getestet, wo die Möglichkeit war, eben Fonts direkt jetzt oder die Dateien, die editierten Dateien in WOF und EOT raus zu exportieren. Ist noch ein Beta, aber wird bald von ihm unter anderem auch kommen. Und eine andere Überlegung, die wir eben dann hatten, war, gemeinsam mit den Codern im Endeffekt diese Codepage auch mal anders zu beleuchten und sagen, okay, wir nehmen diese Private Use Area, die Unicode-basiert ist, in diesen Zeichenplätzen, 12.800 plus Zeichen liegen da etwa in dem Bereich. Das heißt, für ein Interface genügend Platz, Icons zu entwickeln, die man immer weiter entwirft. Und haben dann immer angefangen, in Glyphs die Icons so anzulegen, dass die auch alle Namen bekommen. Und so kann man es im Endeffekt, sieht man auch hier als Liste, rausspielen.
Ja, und jedes hat einen eigenen Unicode. So hat man im Endeffekt nachher dem Coder nur zu sagen, okay, nimm das, keine Ahnung was, MVG, Handy-Ticket-Icon und dann liegt das an der Stelle. Rausgespielt, wie gesagt, eben schon konnte man es dann als EOT und WOF, aber die händische Einspielung auf der Entwicklerseite war einfach immer noch gegeben. Also wir haben viel Icon entwerfen, neue Belegungen, Icon in die Frontdatei ergänzen, viele Prozesse, die auch irgendwo immer Konzentration und Fehlerhaftigkeit bedeuten konnten. Und deswegen kam natürlich irgendwann die Sehnsucht, wie kann man Sachen automatisieren, wie können wir da Sachen vielleicht einfach vereinfachen. Und da kam ein Thema auf bei uns, Grunt. Da kann Chris vielleicht mehr zu sagen, was uns eigentlich genau da eine Hilfe in diesem Bereich gegeben hat. Genau, also im Grunde geht es uns bei den Projekten, die nicht nur kurzzeitig sind, sondern wirklich über eine sehr lange Zeit hinweg gehen. Das heißt, wenn wir über Scrum sprechen, dann haben wir Prozesszyklen, die Features in wöchentlichen Updates implementieren, egal ob sie veröffentlicht werden oder nur im Testing sind. Das heißt, wir versuchen, diese Prozesse auch mit ins Design hineinzutragen und dort quasi Workflows zu entwickeln, die es uns ermöglichen, nicht diese Unmengen an verschiedenen Formaten und Programmen zu nutzen, sondern wirklich zu sagen, okay, was ist der Ausgangspunkt und was ist der Endpunkt und was ist die höchstmöglichste Experience für den User, um dann quasi einen Prozess zu optimieren. Und da ist Grunt eine wirklich tolle Hilfe, die bei den Programmierern schon sehr verbreitet ist, aber dem Designer noch nicht wirklich erreicht hat. Vielleicht, ich weiß nicht, kennt ihr Grunt? Habt ihr das genutzt? Nutzt jemand Grunt? Also die Entwickler nutzen das wahrscheinlich relativ häufig. Es ist ein Taskrunner, JavaScript-based Taskrunner, um entsprechende Prozesse gleichzeitig ablaufen zu lassen. Es ist eigentlich nur dazu da, um wirklich Aktionen auszuführen, also Automatisierungen voranzutreiben. Und wir, die Grunt nutzen, die kennen natürlich auch die Packages in Verbindung mit den Webfonts, die da angeboten werden. Und das ist eine Sache, die wir vielleicht ganz kurz hier vorstellen wollen, weil sie unseren Prozess extremst beschleunigt und auch weniger fehleranfällig macht. Können wir vielleicht nochmal ganz kurz hier zeigen, wie schematisch eigentlich Sachen ablaufen, weil im Endeffekt bleibt der Type- oder Icon-Designer, User-Interface-Designer immer noch in der Phase, dass er mit Illustrator ein Anwendungstool hat, das Zeichen vektorisiert zu entwickeln. Er spielt es im Endeffekt als SVG-Dateien raus. Was für ein Type-Designer wieder das Thema ist, dass er, der oder ich auch, mit Font-Editoren gearbeitet habe und dann wieder umdenken muss, als wieder nicht einen Font-Editor zu verwenden, sondern einfach aus Illustrator direkt Dateien rauszuspielen. Im Endeffekt sieht man das hier, wenn der Ablauf läuft, kann er ein EOT oder WOF-Paket bauen und automatisiert oder synchronisiert automatisch diese beiden Bereiche. Das HTML muss man immer noch händisch natürlich im Interface anpassen, aber es erleichtert schon schnell den Prozess. Und was wir jetzt gemacht haben oder was Chris jetzt einfach zeigt, ist, wir haben ein Demo mal dabei, wie mit Grunt eigentlich solchen Prozess ablaufen kann. Zum Thema Black auf White, also hier unser Terminal an sich, wo wir im Moment Grunt starten lassen. Um es euch kurz zu erklären, wie das Ganze funktioniert, Grunt macht mehr oder weniger ausschließlich nur die vorgegebenen Aufgaben, die wir ihm durch die Packages geben. Das heißt, wir sagen hier, Grunt, bewache diesen einen Ordner, wo im Endeffekt unsere Icons drin liegen. Und die Icons, die wir im Moment nutzen, sind Icons, die der Geschriften oder der Gestalter an sich als SVG exportiert und uns dann zur Verfügung stellt. Er kann sie selber in den vorgegebenen Ordner hineinfügen und wir gestalten oder positionieren das Ganze dann im Endeffekt über CSS. Und hier seht ihr zum Beispiel drei Icons. Das eine ist hier das MVG-Icon Muck, dann haben wir Multimobil und die Treppe sieht dann quasi hier auf der Seite auf dem webbasierten Browser oder hier in dem iPhone dann im Endeffekt so aus. Die Logik, um sie einmal kurz vorzuführen, ist folgende. Der Gestalter hat ein neues Icon, macht dieses fertig und legt es in seinen finalen SVG-Ordner. Ich zeige es euch jetzt ganz kurz, damit ihr das auch mitbekommt, indem ich das hier ersetze. Schaut mal kurz hier. Ich ersetze dieses Icon. Grunt läuft ab, wandelt das Ganze
in einem Webfont um, aktualisiert das CSS und wenn ich jetzt quasi hier refreshe, tauscht es mir das Icon aus. Also das ist der komplette Prozess, den wir vorher in ganz vielen eigenen Schritten hatten, den wir hier automatisch abführen und auf dem Server live entsprechend quasi ein Update durchführen. Bedeutet auch, wenn ich im Endeffekt weitere Icons hinzufügen möchte, Beispiel, wir haben, also oder eine Situation, die wir oft haben, ist, iOS 8 kommt raus, wir müssen alle Icons ändern. Ja, wir sind weg von diesen Outline-Geschichten, gehen jetzt hin zu plastischen Icons an sich. Wir wollen hier die Icons in unserer App austauschen. Wir fügen im Endeffekt die Icons, die der Gestalter finalisiert hat, hinzu. Grunt läuft wieder durch, aktualisiert unseren Webfont. Und was wir jetzt einfach nur machen müssen, wir müssen gucken, wie hießen die Icons. Einmal haben wir hier Lift. Und ich habe meinen Webfont aktualisiert, habe das Icon aktualisiert. Das heißt, ich brauche mich auch nicht mehr um entsprechende Positionierungen zu kümmern. Die Gestaltung wird über das CSS geregelt und wird automatisch übernommen. Also es gibt hier wirklich sehr viel Erleichterung und weniger Fehler, die vorher da waren. Jetzt tue ich da auch noch hier dieses Icon kurz austauschen. So. So, und im Endeffekt ist das quasi jetzt auf die Schnelle nur ein Prozess, den wir quasi im Moment implementieren, wo der Gestalter und der Programmierer sehr eng zusammenarbeiten und wir eigentlich in Sekunden entsprechende Prototypen bauen können, das User Interface komplett updaten können. Und wenn man sich es nur mal vorstellen möchte, wir packen alle Interaktionselemente in einen Webfont, weil sie sowieso über Illustrator oder vektorisiert gestaltet werden. Wir können Interface-Elemente komplett in den Webfont packen und können ihn sofort quasi an unseren Devices im Browser anschauen, um dann entsprechende Relaunches vorzunehmen oder einfach nur Aktualisierungen von entsprechenden Icons, die wir da vektorisiert einfügen. Wir haben nicht mehr Grafiken, mit denen wir handeln müssen. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile und das ist ein Beispiel, wie wir, wenn wir enger zusammenarbeiten, mehr Experience für den User schaffen können und auch mehr Output dann in der kürzeren Zeit generieren können. So, vielleicht nur zum Abschluss noch so ein Gedanke ist, den man jetzt aus Sicht des Designers wieder so sieht, wie könnte man das jetzt irgendwie in seiner bekannten Umgebung nutzen? Das ist jetzt einfach nur so ein Ausblick, wo wir offen denken, was vielleicht einfach nur ein Impuls ist, was man hier reingeben kann. Im Endeffekt stellt sich natürlich die Frage, Adobe Illustrator, für diejenigen, die gerne aus Illustrator die Icons auch verwalten und entwerfen, um dann diesen Prozess ablaufen zu lassen. Dann müsste man irgendwann so eine Überlegung haben, ob man nicht so einen Bereich hat bei Illustrator, wo man diese, wenn man das Zeichen entwickelt hat, einfach die Möglichkeit hat, in diesen Prozess eigentlich rüberzuspringen. Also ich entwerfe in Illustrator, ich muss keine SVGs mehr irgendwo in einen Ordner ablegen, sondern ich kann eigentlich den Prozess, den Chris auch gerade hier dargestellt hat, einfach durchlaufen lassen. Und ich für die auch als Type-Designer hier sind, ist immer so eine Sehnsucht, dann doch die Sachen irgendwo zu verwalten, ob es ein Glyphs ist oder so. Ich habe die Icons eigentlich da zusammen, wie vorhin in dieser Matrix gesehen und kann von dort aus im Endeffekt gegebenenfalls die Verwaltung haben, dass ich sehe, okay, die Zeichen sind. Ich beispielsweise die Lupe hier, die ist jetzt angefragt, dass die einfach ein bisschen fetter ist oder der Stil ein bisschen länger ist in den nächsten Zeichen. Dann aktualisiere ich die gegebenenfalls entweder in Illustrator oder direkt hier in dem Font-Editor und habe dann irgendwann die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt lasse ich diesen aus der Anwendungssoftware diesen Prozess rauslaufen und dann habe ich im Endeffekt im Interface diese Lupe aktualisiert. Das ist so ein Impuls, auch eine Anregung vielleicht darüber, weil es ein offenes System ist, auch zu überlegen, ob man ob so eine Zukunft aussehen kann in der Kombination aus Designer und Coder. Das ist ein kleiner Bericht aus dem Labor. Thank you.